Die gesetzliche Rente ist für viele Menschen ein großes Rätsel. Dabei ist diese sagenumwobene Rentenformel gar nicht so kompliziert, wenn man sie sich mal genauer anschaut. Und das wollen wir heute in 3 Minuten tun. Die Rentenformel besteht aus 4 Faktoren. Wenn du die alle miteinander multiplizierst, kommst du auf deine Bruttorente. Weil wir es uns ja so einfach wie möglich machen wollen, beginnen wir mit den beiden Faktoren, die am einfachsten zu handeln sind. Wenn wir unterstellen, dass wir erst zur Regelaltersgrenze in den Ruhestand gehen, also zur gesetzlichen Höchstaltersgrenze, dann ist dieser Punkt in der Rentenformel einfach 1 und verändert das Ergebnis nicht. Das gleiche gilt für den sogenannten Rentenfaktor. Bei der Altersrente beträgt auch dieser einfach 1 und somit ändert sich das Ergebnis wieder nicht. Den aktuellen Rentenwert, den findest du überall im Internet. Für Westdeutschland beträgt der aktuell 34,19 Euro. Richtig interessant wird es also nur, wenn wir uns die Entgeltpunkte anschauen. Wer genau das durchschnittliche Einkommen in Deutschland verdient, der bekommt für dieses Einkommen in diesem Jahr einen Entgeltpunkt. Wenn du nun wissen willst, wie viele Entgeltpunkte du für dieses eine Jahr bekommen musst, dann musst du einfach dein Jahreseinkommen brutto durch dieses Durchschnittseinkommen teilen. Das Ergebnis ist die Anzahl der Entgeltpunkte für dieses Jahr. Am Ende musst du nur noch alle Entgeltpunkte zusammenzählen und dann mit dem aktuellen Rentenwert multiplizieren. Das Ergebnis ist deine Bruttorente. Das war die Formel der gesetzlichen Rentenversicherung in 3 Minuten erklärt. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gern ein Abo da. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder.